Moin, mein Name ist Nico der Profi und heute habe ich wieder ein weiteres Ark-Video für euch am Start. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr in Ark Survival Evolved einen Raptor zähmen könnt. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Viele haben mich jetzt angeschrieben und gefragt, wie kann man Raptor zähmen, wie wird man die los, etc. pp. Und ich habe heute vier Möglichkeiten, wie ihr einen Raptor zähmen könnt. Wir gehen die alle der Reihe nach durch. Und ich zeige euch mal für Möglichkeit Nummer 1 die Materialien, die ihr braucht. Ihr werdet auf jeden Fall Bolas brauchen. Nehmt da auf jeden Fall mehr mit, als ihr denkt, was ihr braucht. Dann braucht ihr auf jeden Fall einen Bogen, am besten dazu noch Betäubungspfeile und einen weiteren Bogen mit Steinpfeilen, damit ihr die Raptoren, die über sind, töten könnt. Außerdem braucht ihr ein bisschen Narkosemittel und ein bisschen Fleisch, damit ihr es hier eben auch zähmen könnt. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal los und versuchen einfach die normale Bola-Taktik. So, wir haben jetzt hier vor uns einige Raptoren. Ich habe die mal eben schnell gespawnt, weil das immer ein bisschen nervig ist für die Videos, die Raptoren zu finden. Was wir jetzt machen würden, wir würden jetzt eine Bola nehmen und versuchen erstmal alle zu bolern, die wir jetzt sehen. Vor uns ist auf jeden Fall einer. Ich habe drei Stück gespawnt, weil sie immer in einem Dreierrudel unterwegs sind. Der müsste schon Interesse an uns bekommen eigentlich. Mal ein bisschen aufpassen, weil die Range von denen ist ja relativ gering, was die Agro-Anziehung angeht sozusagen. Das Gute ist jetzt, dass da drin sozusagen unsere Paras sind und unser Trike, weshalb sie jetzt hier nicht angreifen. Auf jeden Fall warten wir mal, dass wir eben eine reale Situation herstellen können. Den könnt ihr auf jeden Fall schon mal jetzt erlegen. Bisschen aufpassen, dass die anderen Raptoren nicht davon Wind bekommen. So, der wäre schon mal tot. Wir laufen mal mit gezogener und geschwungener Bola weiter. Die anderen beiden Raptoren müssen ja hier in der Nähe sein. Also hinten steht nochmal einer, der kommt auf uns zu. Den treffen wir leider jetzt gerade nicht. Den haben wir getroffen und der hat ihn schön weit weggeschmissen. Das ist gut. Den zweiten auch nochmal versuchen. Das Problem ist, das darf halt nicht passieren. Das müsst ihr vermeiden. Ihr kommt jetzt gleich raus. Er wird uns, glaube ich, nicht ganz tot kriegen, wenn wir Glück haben. Und können nochmal eine Bola werfen. So, was wir jetzt machen, wir schießen einfach mal ihm in den Kopf hier. Machen ihn auch nochmal tot. Wie den anderen vorher auch. Achten darauf, dass der da oben, der da mit der Bola steht, gleich freikommen wird. Und dann wird er auf uns zulaufen. Oder auch nicht. Er ist auf jeden Fall frei. So, anderer ist tot. Ich heile mich einmal kurz. Könnt ihr natürlich auch machen, dass ihr euch ein bisschen Zeit nehmt, wenn ihr die Zeit bekommt von den Raptoren. Wir laufen wieder mit geschwungener Bola los. Und versuchen direkt den nächsten hier einmal zu bolern, der jetzt wo auch immer hin ist. Ach, da vorne steht er am Stein. Jetzt müssen wir ein bisschen wieder aufpassen. Wir gehen hinterher und versuchen direkt die erste Bola zu setzen. Ist irgendwie gerade komplett verwirrt. Wir müssen warten, dass er auf uns zukommt. Das ist die beste Möglichkeit, um ihn direkt zu treffen. Wenn wir eine Bola vorbeisetzen, dann ist das schon mal schnell vorbei. Habt ihr gerade bei mir selber gesehen. Er hat gerade so gar kein Interesse an uns irgendwie. Da kommt er. So, und schön nach hinten gehen, weil die können euch mit der Attacke trotzdem noch treffen. Dann zieht ihr euren zweiten Bogen raus, den ihr natürlich vorbereitet habt mit Narkosepfeilen und dann liegt das Ding. Was ihr dann einfach macht, ist jetzt Level 9, ist alles hier Low Level, weil das im Singleplayer ist. Ihr ballert einfach das Fleisch rein und wenn ihr braucht Narkosemittel, am besten im Dodo-Dex mal nachschauen, ob ihr da was braucht oder nicht. Und Narkosemittel könnt ihr dann wie immer schön mit E forcefeeden, sodass das Vieh auch benommen bleibt. Der würde jetzt so erstmal liegen bleiben. Und dann haben wir ihn auch nach kurzer Zeit schon gezähmt. Kommen wir einmal zu Möglichkeit Nummer 2. Für Möglichkeit 2 braucht ihr genau denselben Kram wie auch schon für Möglichkeit 1 plus 3 Holzkäfige. Und für diese Möglichkeit müsst ihr aktiviert haben, dass ihr in Strukturen bauen könnt. Ich blende euch mal einen Screenshot ein, wie das im Singleplayer aussieht. Im Multiplayer, also auf eurem Server, gibt es eine ähnliche Einstellung. Die Käfige würde ich mir unten in die Leiste legen, sodass ihr schnell rankommt und schnell darauf zugreifen könnt. Denn das ist gleich sehr, sehr wichtig. So, wir haben jetzt hier wieder vor uns drei Raptoren. Die sind da wie gesagt immer im Rudel von 3 unterwegs. Wir nehmen wieder die Bola raus, wie schon in Möglichkeit Nummer 1. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Es ist immer wichtig, dass ihr euer Gebiet auch gut abcheckt, wo die möglicherweise rumlaufen können. Ist jetzt ein bisschen hohes Gras hier. Ist natürlich nervig. Hier links war auf jeden Fall noch einer. Vorne haben wir 2, sind wie gesagt 3 gewesen. Sind alle 3 jetzt hier vorne. Ist ein bisschen schlecht, weil sie uns natürlich dann alle gleichzeitig angreifen können. Wir versuchen mal einen hier rauszuziehen, der jetzt hier auch schon Lust bekommen hat, uns anzugreifen. Nochmal die nächste Bola rausholen und schwingen. Und da kommen wir nicht mehr schnell genug weg. Der wird uns einmal angreifen. Aber wie gesagt, die dürfen uns mit der Lederrüstung nicht down kriegen. Deswegen zieht auf jeden Fall auch eine Lederrüstung an. Und jetzt nochmal den einmal gebolert. Einmal den Käfig draufsetzen. Zweiten Käfig draufsetzen. Nochmal die 9 und dann den dritten Käfig draufsetzen. So, ganz wichtig, das funktioniert nur, wenn ihr Bauen in Strukturen aktiviert habt. Ansonsten wird das rot angezeigt. Was ihr jetzt machen könnt, die Bolas sind jetzt hier weg und die hängen jetzt hier im Käfig drin fest. Und das Schöne ist, dass sie die Hitbox des Käfigs nicht treffen, deswegen daran keinen Schaden machen können. Und so könnt ihr euch jetzt hier den beliebigen Raptor raussuchen, beziehungsweise einfach den mit dem höchsten Level. Wir haben hier Level 4, Level 11 und wir haben hier einmal Level 18. Das heißt, wir machen einfach mal Folgendes. Ihr könnt also gefahrlos jetzt hier reinschießen, die können gegen euch nichts machen, da habt ihr schon mal den Level
Bisschen fies. Macht den Level 4er auch noch platt und könnt jetzt ganz gemütlich auf den jungen Herren hier losgehen, der jetzt komplett durchdreht. Müsst ihr selber ein bisschen aufpassen, dass er da vielleicht nochmal den Kopf trefft. Schmeiß nochmal eine Bola mit rein. So, ihr könnt einfach nochmal eine Bola nachschmeißen, dann steht er auch wieder und kann sich hier nicht sinnlos im Kreis drehen. Und dann könnt ihr auch ganz einfach in den Kopf schießen und ihn betäuben. Und da fällt er auch schon um und ihr könnt dann einfach den Käfig abreißen, wenn ihr fertig seid. Wie beim anderen Raptor auch schon. Einfach dann das Fleisch reinlegen, Narkosemittel reinlegen und dann habt ihr auch wieder in kurzer Zeit einen gezähmten Raptor. Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die sicherer ist als Möglichkeit 1. Dafür ein bisschen schwieriger, weil ihr auf jeden Fall auch noch die Käfige setzen müsst. Ist aber irgendwie auch sicherer, weil ihr dann, wenn ihr sie gesetzt habt, die Raptoren in Ruhe töten könnt und ihr könnt euch in Ruhe noch aussuchen, welchen Raptor ihr da jetzt von zähmen wollt. So, wir haben unseren Raptor gezähmt. Wir lassen den einmal raus und gucken mal. Wir können mal pfeifen, ob der denn wirklich auch rauskommen würde durch die Tür theoretisch oder ob er komplett drin hängt. Er würde sogar rauskommen. Also das heißt, ihr müsstet das Ding nicht mal abreißen. Wenn ihr mit S Plus spielt, gibt es einen S Plus Käfig. Ich weiß es gar nicht, ich glaube nicht. Kann man den aufheben? Könnt ihr sogar aufheben und wiederverwenden. Also super, sehr schön. So würde also Möglichkeit Nummer 2 funktionieren. Kommen wir einmal zu Möglichkeit Nummer 3 und dafür braucht ihr auf jeden Fall wieder einen Pfeil und Bogen mit Narkosepfeilen, einen Pfeil und Bogen mit Steinpfeilen, ein bisschen Narkosemittel, Fleisch, alles wie gehabt, vielleicht ein paar Bolas zur Sicherheit und auf jeden Fall braucht ihr auch ein paar Steinfundamente, ihr braucht ein paar Steintürrahmen und ihr braucht ein paar Holzrampen. Holzrampen deshalb, weil es mit den Steindächern ohne S Plus nicht super funktioniert. Wenn ihr mit S Plus spielt, könnt ihr auch Schrägdächer nehmen, das sollte funktionieren und wir bauen jetzt einfach mal ein kleines 10-Gehege. Das heißt, wir machen hier so eine 3x3 Geschichte einfach draus. Setzen dann nochmal die Steintürrahmen einfach hier an die Seiten, einmal ringsrum. Also so sieht das Ganze dann einmal aus, also nichts Weltbewegendes und dann einmal die Rampen hier vorne ran klatschen. Am besten auch so ganz in den Boden rein, dass die Raptoren dann da auch reinlaufen können. Macht ihr natürlich auf die Seite, wo ihr sie reinhaben wollt. So, was wir dann machen ist folgendes. Wir werden uns mal unseren Para nehmen und versuchen damit jetzt die Raptoren hier anzulocken. Ich weiß noch nicht genau, ob das klappt, weil der Para ist ja auch nicht der schnellste, die Raptoren könnten auf jeden Fall schneller sein. Wir gucken mal, dass wir nur einen von denen kriegen. Wir stellen einmal kurz um. Dort sieht ganz gut aus. Wir rennen und rennen und rennen um unser Leben. Die haben jetzt noch einen Petri, den sie angreifen. Und der geht weiter auf uns. Das heißt, wir laufen hier rein. Machen dann folgendes. Wir springen raus und lassen den einfach mal da töten. Den armen Para, der wird weglaufen. Das macht aber nichts. Den müssen wir halt mal ein bisschen opfern. Nehmt da am besten ein low-leveliges Tier für. Den können wir hier drin auf jeden Fall bolern, dass er uns nicht mehr abhauen kann. Und dann schießen wir dem mal ein, zwei Pfeile in den Kopf. Dann fällt er auch in der Regel um. Fällt um, sehr schön. Das heißt, wenn der Raptor sich so blöd anstellt, bleibt auf jeden Fall der Para leben. Ihr könnt das auch zu Fuß machen. Ihr müsst dafür nur ein bisschen auf Geschwindigkeit geskillt haben. Hier oben links war, da kommt noch einer gelaufen. Sehr schön, wir laufen einfach mal selber. Springen hier rein, einmal durch. Da ist der Fahrrad. Okay, wir haben jetzt den zweiten Raptor auch noch mit drin. Da müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Wir laufen nochmal rum und versuchen das Ganze eben nochmal hinzukriegen. Das Problem ist nämlich, dass die mit ihrer blöden... So, ich versuche das Ganze eben nochmal. Ich bin gerade leider gegen einen Raptoren gestorben. Wir haben jetzt noch einen draußen, ein weiterer ist drin. Der ist uns also reingefolgt. Und der andere hat uns nur bekommen, weil er quasi mit seiner Sprungattacke durch den Türrahmen durchgebackt ist. Was übrigens super ist, dass das funktioniert. Müsst ihr einfach nur wissen, da ist jetzt der Raptor. Der greift jetzt ein paar an, hat den auch zersäbelt und wir gucken mal, dass wir da jetzt den gezogen bekommen. Ah, der hat schon ganz schön Bock auf Ballern auf jeden Fall. Dann ziehen wir mal hier selber durch. Ist jetzt nicht reingekommen. So, ich versuche den Raptor, den wir jetzt hier haben, nochmal reinzubekommen. Ich bin jetzt allerdings ohne Rüstung unterwegs. Das spielt ihm natürlich ein bisschen die Karten. Dadurch wird es für ihn leichter sein, mich zu bekommen. Er fängt mich jetzt hier auf 200 IQ-Play vom Raptor. Aber ihr müsst ein bisschen auf Geschwindigkeit gehen, dann funktioniert das auch. Und wir springen jetzt einfach mal hier oben rein und versuchen direkt hier auch durch eine Tür durchzukommen, sodass er da nichts machen kann. So, er ist jetzt auf jeden Fall auch drin. Ihr seht, er kommt da jetzt nicht durch, was schon mal sehr, sehr gut ist. Und die können da auch keinen Schaden machen. Problem ist, meine Tasche liegt jetzt da drin, weil, ne, und so. Ihr müsst nur aufpassen, wenn ihr das zu Fuß macht und generell, wenn ihr das macht mit einer Falle, beziehungsweise mit einem Gehege, dass sie sich durch diese Türrahmen mit ihrer Attacke wunderbar durchbuggen können und euch dann eben zerfetzen können. Das wäre auf jeden Fall Möglichkeit Nummer 2, Möglichkeit Nummer 3. Ihr müsst dafür auf jeden Fall ein bisschen auf Bewegungsgeschwindigkeit skillen oder halt ein Para nehmen und mit dem ein bisschen Distanz dazwischen bringen. Dann funktioniert das Ganze auch. Die sind gerade hart beschäftigt mit anderen Sachen. Das heißt, ich nehme mal eben kurz meine Sachen und zeige ich euch das nochmal, dass man die dann hier tatsächlich auch bolern kann. Machen wir mal eben, zack, Nummer 1 sitzt. Mal kurz da drin in den Körper. Natürlich auch ein bisschen aufpassen auf das Leben, dass der dann auch umkippt und nicht stirbt. Bisschen Abstand halten von dem anderen Raptor. Jetzt liegt er auch den anderen auch nochmal bolern, damit er einfach nicht so wild rumeiert und euch vor allem nicht anspringt. Da aber trotzdem noch Distanz halten, weil die können ja trotzdem ein bisschen, auch wenn sie gebolert sind, ihren Sprung noch machen,
was ein bisschen fragwürdig ist, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall habt ihr die Möglichkeit, hier von allen Seiten sozusagen reinzuschießen. So, dann habt ihr im Prinzip 3 Raptoren gelegt. Wenn ihr es, wie gesagt, nicht anders hinbekommt, würde ich euch diese Methode empfehlen und eventuell euren Para, den ihr dann auch auf Passiv pfeifen solltet, dafür opfern. Ist, wie gesagt, so ein bisschen die aufwendigste Methode, um das Ganze zu machen, meiner Meinung nach. Muss auch nicht unbedingt sein, aber wie gesagt, wenn es nicht anders funktioniert. Und im Prinzip ist es am Anfang relativ schwer, finde ich, Raptoren zu zähmen. Deswegen kann ich verstehen, dass da auch viele nachgefragt haben, dass es mal gemacht wird, zum Tutorial, beziehungsweise wie man die einfach auch loswerden kann. Und ich glaube, da habt ihr selbst zum Zähmen und zum Loswerden jetzt hier einige Alternativen aufgezeigt bekommen. So solltet ihr jetzt auf jeden Fall einen Raptor zähmen können. Vierte Möglichkeit. Ich habe gesagt, es gibt 4 Möglichkeiten. Vierte Möglichkeit kommt jetzt nicht. Ich hatte vor, das Ganze mit einem Trike zu machen und dann einfach mit dem Trike zu tanken und vom Trike aus zu betäuben. Was in der Theorie auch funktioniert. Allerdings dachte ich, sie können euch vom Trike nicht runterziehen. Klappt aber trotzdem. Also sie können euch auch vom Trike ziehen und das sogar von vorne, was ich ein bisschen lächerlich finde. Ist aber so. Müssen wir mit klarkommen. Deswegen gibt es dann eben diese 3 Möglichkeiten. Ich würde sagen, das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat es weitergeholfen und vor allem auch gefallen. Wenn dem so ist, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, Tutorials, Guides, Let's Plays, alles rund um Ark, dann könnt ihr auf jeden Fall auch den Kanal abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal und ciao.